Ja, hallo zusammen, willkommen zurück auf meinem Kanal der Pfleka Fotografie. Heute Abend habe ich mal was Spezielles vor, und zwar ein bisschen Regenfotografie. Und was bietet sich bei Regen zum Fotografieren wunderbar an? Eine Autobahnbrücke und dort drunter die durchfahrenden Autos in der Langzeitbelichtung, denn die spiegeln sich auch auf dem Asphalt, wenn es Regen hat, wunderbar. Und deswegen, wenn euch das interessiert, bleibt einfach dran. Lasst jetzt schon einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, damit ihr es nachher nicht vergesst. Und wir sehen uns dann gleich nach dem Intro. Inzwischen aufgebaut, und jetzt wisst ihr übrigens auch, warum ich immer eine Mütze trage, denn die Mütze hier dient mir hier als Regenschutz für meine Kamera. Ich kann jetzt leider die Sprechfunkanlage von Komica nicht dran machen, weil die leider nicht regenbeständig ist, und deswegen habe ich die jetzt weggelassen. Kann sein, dass es unten drunter immer mal ein bisschen rauscht und ihr mich schlechter versteht, weil doch immer wieder Autos durchfahren. Das wollen wir ja auch, dass Autos durchfahren, denn sonst werden die Bilder nichts. Aber ihr seht, Regenschutz ist wichtig. Und ja, ich habe jetzt auch schon das ein oder andere Bild gemacht hier auf der Brücke mit einer Lampe in der Hand, Lampe neben mir stehend, so dass es schön spiegelt auf der Brücke. Reiche ich gleich nach. Ich warte aber noch, bis es ein bisschen dunkler geworden ist und bis die Spiegelung dann ein bisschen schöner wird und der Kontrast auch ein bisschen besser wird. Ich wollte euch das übrigens auch mal zeigen. Schaut mal, wie ich mein Stativ hier festgemacht habe. Mein Stativ ist tatsächlich nur auf das Geländer gespannt und hängt hier einfach nur oben drauf. Und hier ist mein Regenschutz mit der Mütze. Also es bietet sich tatsächlich an, auch ein tolles Stativ zu haben, das man so einspannen kann. Den Trick habe ich mir allerdings auch mal vom Herr Jaworski geklaut. Und es bietet sich natürlich an, gerade bei Regen, die einfach regengeschützt sind und eure Ausrüstung auch regengeschützt sind. Zum Glück sind die R7, die es filmt, und die R6 Mark II sehr gut regengeschützt. Jawohl, in dem Fall weiter geht's mit den Bildern. We'll be right back.
Ja, auch ein Regentag geht zu Ende. Es regnet immer noch. Ich hoffe, euch hat das Video einfach mal gezeigt, dass man sich bei Regen nicht nach innen verkriechen muss und dass man auch bei Regen rausgehen kann zu fotografieren. Es sind jetzt heute ein paar coole Bilder dabei entstanden. Ich wollte einfach zeigen, dass die Lichtspuren dann auch noch auf der Straße reflektiert werden. Manche sind auch ein bisschen ausgebrannt, gerade bei den runterfahrenden Fahrzeugen oder hochfahrenden Fahrzeugen. Ich habe nämlich die Brückenseite ab und zu gewechselt und habe dort versucht, beide Seiten zu fotografieren. Es sind in dem Fall ein paar ausgebrannt. Ich bin jetzt hier ein bisschen in den Rückraum gegangen, weil dort unten war es recht laut. Ihr habt mich vorhin vielleicht schon nicht richtig verstanden. Deswegen hier in den Wald zurückgezogen. Ich hoffe trotzdem, euch hat es gefallen. Euch hat es einfach mal gezeigt, dass man eben bei Regen auch fotografieren gehen kann, wie ich es auch schon beim Meersburg-Video gezeigt habe. Und deswegen bleibt mir einfach treu, bleibt dabei. Auch jetzt nochmal ein herzliches Dankeschön an euch für die bisherige Unterstützung, den super Support und die klasse Kommentare immer wieder unter den Videos. Ich freue mich jedes Mal, deswegen drückt den Daumen nach oben, abonniert den Kanal, haut die Glocke rein, dass ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Schaut mal auf meiner Instagram-Seite vorbei oder auf meiner Homepage, vielleicht ist da auch das ein oder andere für euch dabei. Und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns nächstes Mal beim nächsten Video wieder. Ich grüße euch herzlich vom Bodensee, euer Dennis, macht's gut, bis dahin, ciao. Ein kleiner Nachbrenner noch von mir. Jetzt ist es natürlich ganz, ganz wichtig, alles ordentlich zu reinigen und trocken zu legen. Das solltet ihr natürlich nicht vergessen. Sonst habt ihr beim nächsten Mal eine schlechte Ausrüstung, die euch leider nicht viel bringt. Also haut das Zeug ordentlich auf eine Zeitung und lasst es erstmal ordentlich 2-3 Tage trocknen und dann nehmt es wieder in Benutzung. In dem Fall, macht's gut, ciao.